Nummer 13. Hier geht es um den Erinnerungsort im Kontext des Messeangriffs aus der Rosmariengasse Schlossstraße. Und da habe ich eine ganze Reihe von Wortmeldungen, deswegen steigen wir ein in die Fraktionsrunde. SPD würde beginnen, wird das Wort gewünscht? Nein. Dann Freie Wähler, Freie Bürger, Frau Dagen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kollegen, in Dresden wurde am 4. Oktober 2020 auf bestialische Art und Weise ein Mensch abgeschlachtet, der nicht geraubt, nicht gebrandschatzt, nicht geschändet hat, dessen einziges Vergehen in den Augen eines bereits 2017 als islamistisch eingestuften und gewalttätigen Schutzsuchenden darin bestand, offensichtlich homosexuell, also ein Ungläubiger zu sein. Er betrachtete, so sagte er selbst vor Gericht, die Homosexualität des Paares als schwere Sünde und wollte es dafür mit dem Tod bestrafen. Nun sollte auf Antrag der FDP in der Stadt eine Erinnerungsstätte für die Opfer religiös motivierter Gewalt geschaffen werden. Im Kulturausschuss änderten sie dies, ich denke, auf Druck in homophob und transphob motivierte Gewalt. Es ist nicht nur unwürdig, es ist eine offensichtliche Heuchelei, hier die Wahrheit zu verschweigen, diese umzudeuten in beredtes und allgemeines Sprechen über Homophobie und Transphobie. Doch es zeigt eben auch auf symptomatische Weise die Lage in unserem Land, wenn aus Angst vor Instrumentalisierung der falschen Seite mit den eigenen Instrumenten der Relativierung, der Verharmlosung und des Verschweigens agiert wird. Schlimmer noch mit der Umkehr des Opfer-Täter-Prinzips, bei dem der Täter geschützt wird. In mehr als 70 Staaten steht heute noch, und dass dies im 21. Jahrhundert Homosexualität unter Strafe, auch unter Todesstrafe, und dies vornehmlich aus religiösen Gründen. Sagen wir doch, was ist, und benennen wir doch Ross und Reiter. Das ist ein Auszug aus meiner Rede vom September 2021 zum damaligen Änderungsantrag der FDP zum eigenen Antrag, dem wir damals aufgrund seiner Rückgratlosigkeit eben nicht zustimmen konnten. Und am Ende 2021 stimmten mit Mehrheit FDP, Grüne, Linke und SPD für einen Erinnerungsort der Opfer homo- und transphob motivierter Gewalt, den es bis heute nicht gibt. Die Welt hat sich im Januar 2024 nochmal dieser unwürdigen Rochade angenommen und ich zitiere, er selbst, so das überlebende Opfer, habe nach dem Angriff, der sein Leben so komplett verändert habe, eigentlich einen gesellschaftlichen Aufschrei erwartet. Sehr gestört habe ihn besonders die außerordentliche und die besondere Vereinnahmung des Verbrechens als homophobe Tat, aber die Schwulendebatte habe den Blick auf die politischen Hintergründe komplett verstellt. Auch das vorgeschlagene Mahnmal für die Opfer homophob und transphob motivierter Gewalt gehe seiner Ansicht nach an der Sache vorbei. Stattdessen plädiert er für ein Mahnmal gegen islamistischen Terror. Aber, so sagt er, das traut sich anscheinend niemand. Wir müssen, so meine ich, auch der Opferbeauftragten der sächsischen Staatsregierung Iris Kloppich sehr dankbar sein, dass sie über diese vielen Jahre hinweg so engmaschig mit dem Hinterbliebenen zum geplanten Gedenkort in Kontakt geblieben ist, sodass wir heute über den Antrag des Oberbürgermeisters, der nun all das berücksichtigt, abstimmen können. So ändern sich die Zeiten, wenn auch nicht zum Guten. Und ich erinnere mich, dass die scheidende Grünen-Fraktionsvorsitzende Christiane Filius-Jähne damals öffentlich auf meine Rede bemerkte, dass es ja bekannt sei, dass ich eine Islamphobie hätte. Und der scheidende Holger Haase von der FDP meinte, dass es nicht so ernst zu nehmen sei, was ich hier absondern würde. Nun müssen wir das augenscheinlich doch ernst nehmen und natürlich stimmen wir dem Antrag zu, dies nach langen, fast 4 Jahren nach dieser schrecklichen Tat und dies mit einem mehrheitlichen Votum des Kulturausschusses, also auch ohne Ablehnung von Frau Filius-Jähne und Herrn Haase. So ändern sich also die Zeiten und eine leise Frage verbleibt bei mir, sind wir nun alle islamophob? Vielen Dank. So, wird FDP das Wort gewünscht?
Dann kommen wir zur AfD, Frau Dr. Schöps. Sehr geehrter Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich vor nicht mal 2 Wochen, das war am 31., also an einem Freitag, 31. Mai, bei X unterwegs war, so ein bisschen geguckt habe, was gibt's Neues, und da sprang mir ins Auge Messerangriff auf Michael Stürzenberger. Ich meine, die meisten kennen ihn vielleicht, kannten ihn damals noch nicht, jetzt kennen sie ihn, wissen, wer das ist. Das Grauen, was damals passierte in Mannheim, war auf einem Video aufgezeichnet. Es gab eine Live-Übertragung von der Veranstaltung von Herrn Stürzenberger und damit verbreitete es sich überall. Viele haben es gesehen, was dort passiert ist, müssen das jetzt nicht im Detail beschreiben. Jedenfalls hat ein abgelehnter afghanischer Asylbewerber mit Namen Sulaiman Atay auf dem Marktplatz von Mannheim 6 Menschen mit einem Messer sehr schwer verletzt und nur ein Schuss aus einer Dienstwaffe eines Polizisten konnte ihn am Ende stoppen. Am 4. Oktober 2020 ging der Syrer Abdullah Al-Haj Hassan, ein islamistischer Gefährder, Susanne Dagen hat sie schon gesagt, mitten in Dresden mit einem Messer auf ein schwules Paar los, das hier einfach nur Urlaub machen wollte. Beide Männer wurden schwer verletzt. Thomas Lipp, einer der beiden Männer, verstarb im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Die Opfer von Mannheim und die Opfer von Dresden haben etwas gemeinsam. Sie starben oder wurden verletzt durch islamische Terroristen, allesamt abgelehnte Asylbewerber, also Personen, die hätten schon eigentlich lange nicht mehr in Deutschland verweilen dürfen. Genauso wie die Opfer von Ansbach 2016, das war ein Selbstmordattentat mit 15 Verletzten, oder vom Breitscheidplatz in Berlin 2016 mit 13 Toten und 67 Verletzten, oder Würzburg 2021, 3 tote Frauen, 5 Verletzte. Nur einige Beispiele. Michael Stürzenberger wurde von den Medien als entschiedener und deshalb vom Verfassungsschutz gebrandmarkter Kritiker des politischen Islams als Opfer minderen Ranges eingestuft. Vielleicht haben Sie die Tagesschau gesehen am 31. Stattdessen lag der Fokus auf ein paar besoffenen Jugendlichen aus Sylt, die da rumkrölten. Allerdings verletzten sie niemanden, bestenfalls das Anstandsgefühl. Als der Polizist, ein Opfer von Mannheim, am 2. Juni an seinen Verletzungen verstarb, kam dann erst die Betroffenheitsroutine in Gang. Orchestriert mit politischen Forderungen nach Abschiebungen, wie sie schon seit Jahren nach Terrorattentaten gefordert, aber niemals umgesetzt werden. Und anstatt gemeinsam in Mannheim gegen Islamismus und Terror zu demonstrieren, sahen wir wieder eine Demo gegen rechts und selbst die Antifa wurde aktiv und das Tragische ist, sie gehen noch auf die Polizei los, also genau die Leute, die um ihren eigenen Kollegen zu dieser Zeit bereits trauerten. Geradezu als Hohn müssen es die Opfer von Islamismus und Terror nun empfinden, wenn Frau Baerbock, unsere Außenministerin, angekündigt hat, trotz aller geäußerten Sicherheitsbedenken 10 weitere Afghanen, sogenannte Ortskräfte, nach Deutschland aufzunehmen. Ursprünglich hatte ja die Bundeswehr, Sie haben es vielleicht gehört, mal 300 Ortskräfte. Und 33.000 wurden schon eingeflogen, darunter solche mit gefälschten Pässen, Scharia-Richter, Salafisten und sogenannte Bad Guys, also Personen, die vom MAD, vom militärischen Abschirmdienst, als gefährlich eingestuft wurden. Fachkräfte, auf die wir gerne verzichten wollen. Meine Damen und Herren, ich komme jetzt wieder zur eigentlichen Sache in Dresden. Die politischen Verantwortungsträger haben bis heute nichts aus diesen schrecklichen Taten gelernt. Nicht aus den in Ansbach, Berlin, Dresden, Würzburg und anderen. Stattdessen wird seit Jahren in unserem Land gleich ein doppeltes Tabu kultiviert. Man will den Zusammenhang von islamistischen Straftaten mit der katastrophalen Migrationspolitik und dem ängstlichen Kuschelkurs gegenüber dem politischen Islam einfach nicht wahrhaben. Es scheitert sogar schon daran, überhaupt das Problem klar beim Namen zu nennen. Wir in Dresden haben nun erstmals die Chance, mit der vorgeschlagenen Gedenkinschrift hier einen Erinnerungsort zu schaffen, der Ross und Reiter benennt. Es war ein islamistischer Terrorist, der das Leben eines Paares hier in Dresden zerstörte. Gäste unserer Stadt, die einfach nur eine schöne Zeit in Dresden haben wollten. Der Text,
In der Beiratssitzung des Beirates für Erinnerungskulturen beschlossen wurde, ist sprachlich nicht optimal. Ich habe das dort in der Sitzung angemerkt. Aber letztlich trifft er doch die Intention unserer Fraktion und vor allen Dingen auch des Überlebenden der Opfer. Deshalb werden wir dem Ausschussbericht des Kulturausschusses. Wir kommen zur nächsten Fraktion, Bündnis 90 Die Grünen, Frau Schanetzki. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, worum geht es an dieser Stelle? Ein Stadtratsbeschluss kann nicht umgesetzt werden. Worum geht es auch? Ein Mensch wurde Opfer eines terroristischen Verbrechens und dem sollte mit einem Gedenkort Rechnung getragen werden. Worum geht es aber auch? Hass tötet. Hass gegen Menschen anderen Glaubens tötet, Hass gegen Menschen anderer Lebensgestaltung tötet und Hass aus gruppenfeindlichen Motiven tötet. Und was wir hier gerade gehört haben, es ist für mich wirklich schwer zu ertragen, weil ich habe tatsächlich heute kurz vorher ganz gerührt aus meinem Briefkasten, aus meinem Postfach ein Schreiben des katholischen Büros der Sachsen und auch des evangelischen Büros Sachsen genommen, mit einem sehr warmen Gruß und einem kleinen Engel, der mich beschützen soll in meinem Wahlkampf für den Landtag und der mir dankt als Christin für mein Engagement. Was wir hier gerade gehört haben, ist eine Diffamierung von Menschen muslimischen Glaubens, die hier in dieser Stadt ständig angegriffen werden. Und das finde ich wirklich unerträglich. Und ich möchte jetzt einmal allen Menschen muslimischen Glaubens sagen, dass es natürlich gut ist, religiös zu sein, dass es gut ist, religiöse Werte zu haben. Wenn man das für sich entscheidet, ist das etwas ganz Persönliches und etwas Wichtiges. Es hat aber nichts mit Islamismus zu tun, es hat auch nichts mit Terror per se zu tun. Islamismus und Terror hat etwas damit zu tun, dass sich junge Menschen von Desinformation, von kruden Männlichkeitsbildern, von Gewaltfantasien und von Allmachtsfantasien verführen lassen. Und das lassen sie nicht nur im Islamismus, sondern das lassen sie auch mit anderen gewaltvollen Weltanschauungen. Das haben übrigens sehr viele Menschen im Rahmen des CSD sehr schmerzvoll erleben müssen von rechtsextremer Seite. Und das muss man jetzt hier auch mal sagen. Und es geht überhaupt nicht darum, dass etwas nicht benannt werden soll. Das ist schlicht falsch. Es gibt beispielsweise am Breitscheidplatz natürlich ein Denkmal für die Opfer von islamistischem Terror. Es gibt in ganz Europa Denkmäler für die Opfer islamistischen Terrors. Und ich weiß nicht, vielleicht war der ein oder andere von Ihnen auch mal in New York am Ground Zero. Das ist auch wirklich ein sehr beeindruckendes Denkmal für die Opfer islamistischen Terrors. Und was hier nicht gesagt wurde, und das ist bezeichnend, wenn man den Partner des Verstorbenen zitiert, ist, dass er gesagt hat, er empfindet diesen Angriff vor allen Dingen als einen Angriff auf die Demokratie. Und so sollten wir das hier auch lesen. Es war ein Angriff auf die Demokratie und dagegen müssen wir uns hier wehren. Wir als Stadtrat, gerade auch in der nächsten Legislaturperiode im Angesicht der Wahlergebnisse, müssen uns immer wieder gegen Angriff auf die Demokratie wehren, weil diese immer wieder zu Gewalt führen werden und immer wieder zu Hass führen werden und immer wieder auch dazu führen werden, dass Menschen getötet werden. Und zwar egal, ob von Islamisten oder aus anderen Ideologien. Und ich finde das unsäglich, dass auf Grundlage eines Verbrechens von einer Person so getan wird, als könnte man auf alle Menschen mit einem ähnlichen Lebenslauf schließen. Das ist schlicht falsch und das ist menschenfeindlich. Vor diesem Hintergrund bitte ich wirklich um Mäßigung. Ich fand diese Antragsinitiative der FDP seinerzeit sehr gut. Wir haben die breit getragen. Wir haben jetzt einen anderen Stand. Dem können wir heute auch zustimmen. Das ist gut erläutert, gut beschrieben. Und dann kann man sich damit jetzt auch auseinandersetzen und muss jetzt hier nicht noch mehr Hass schüren. Denn ich sage es gern nochmal, Hass tötet, meine Damen und Herren. Wird CDU das Wort gewünscht? Nein. Fraktion Die Linke, Frau Dr. Geitsch. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, liebe Menschen im Stream und auf der Tribüne. Zuerst möchte ich mich meiner Vorrednerin voll und ganz inhaltlich anschließen und den rassistischen Auslassungen der AfD, den rassistischen, menschenfeindlichen Auslassungen der AfD konsequent widersprechen. Am 4. Oktober 2020 wurden zwei Menschen mit einem Messer attackiert. Einer der beiden verlor dabei sein Leben. Dieser Anlass, diese Situation macht betroffen.
Dieser Angriff steht aber in Dresden leider nicht allein. Ich erinnere an George Gomandai und ich erinnere an Marwa El-Shabini. Für beide gibt es würdige Erinnerungsorte. Beides sind Morde, die für Hass gegenüber Menschen, gegenüber Andersdenkenden oder gegenüber Andersaussehenden stehen. Offiziell steht dafür der Begriff gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Im vorliegenden Antrag geht es um eine Erinnerungstafel, es geht um eine Form städtischer Erinnerungskultur. Und immer, wenn es um Formen und Methoden städtischer Erinnerungskultur geht, müssen wir uns fragen, wen und was wir damit erreichen wollen. Es ist hier die Antwort auf die Frage, wie die aktuellen Formen der städtischen Erinnerungskultur nachhaltig das Klima in unserer Stadt so verändern können, dass solche Akte der Aggression künftig vermieden werden können, künftig unmöglich werden. Eine Erinnerungstafel, so wie sie jetzt geplant ist, kann nur ein Baustein dazu sein. Für ein Klima des solidarischen Miteinanders braucht es viel mehr. Das beginnt in den Familien, geht über den achtsamen Umgang von Schülerinnen und Schülern miteinander. Das betrifft die Toleranz und Akzeptanz gegenüber Menschen unterschiedlicher Lebensformen, unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Glaubens oder gegenüber Menschen mit physischen oder psychischen Beeinträchtigungen. Erst wenn das alles, das Klima des Zusammenlebens in der Stadt bestimmt, werden solche Akte der Aggression der Vergangenheit angehören. Solange aber Hass und Hetze auf unsere Straßen getragen werden und Menschen mit dunklerer Hautfarbe oder Frauen mit Kopftuch beschimpft, diskriminiert oder in anderer Form ausgegrenzt werden, solange Alltagsrassismus nicht konsequent entgegengewirkt wird, leben wir in einem Klima, welches der Nährboden für Aggressivität wie dem Messerangriff ist. Das Anbringen einer Erinnerungstafel, wie jetzt vorgeschlagen, kann zur Verbesserung des Klimas in der Stadt beitragen. Wir, die Fraktion Die Linke, werden der Vorlage deshalb zustimmen. Dankeschön. So, damit ist die Fraktionsrunde abgeschlossen. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann kämen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer zustimmen möchte, bitte jetzt um Stimmzeichen. /57 Ja-Stimmen, keine Nein, 3 Enthaltungen, damit so bestätigt. Das bringt uns zum Tagesordnungspunkt 16. Bebauungsplan in Dresden, weiß ich.